Hey Freunde, willkommen zur zweiten Vorfreude-Tour. Ich habe euch wieder ein paar schöne Schmankerl rausgesucht. Wir haben wieder Raketen dabei, die viel Glück-Raketen, also Goldraketen, sage ich jetzt mal. Wir haben die Crazy Gold als Finale. Wir haben eine super tolle 5. Wir haben einen Fire Goddess Vulkan von Watt. Wir haben eine Pyroweb Strobe. Wir haben 1000 Rubine. Wir haben wieder einen 3 Schocker von Funke. Diesmal die Nummer 2. Wir haben eine Mirage von Bröckhoff, schon etwas älter. Und dann haben wir ein bisschen Knallstuff, und zwar Fire Event D, die Kette, die nie fehlen darf. Wir haben Power Thunder in Purple und in Silber. Wir haben den Solo Thunder in Grün und in Rot. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Vorfreude-Tour. So Freunde, wir starten mit der zweiten Vorfreude-Tour, auch wenn es windig ist. Ich würde sagen, wir fangen an mit der kleinsten Böller Art und dann nehmen wir die, dann die und dann die. Los geht's. Jetzt hier der Power Thunder. Es gibt übrigens keinen Unterschied, obwohl halt drauf steht Purple Fuse und Silver Fuse. Das ist halt einfach so ein Marketing-Gag, würde ich jetzt mal so sagen. 0,85 Gramm. Hatten wir schon in der ersten Tour, aber halt anders gelabelt. Vom Knall her für unter einen Gramm sehr gut eigentlich. Wie so ein A- oder B-Böller. So, und den letzten für euch. So, machen wir weiter mit denen hier. Die haben auch 0,85 Gramm, sehen genauso aus, nur eine andere Banderole. Also ich denke mal, das werden wieder die gleichen sein. Ja, das sind halt alles so Sachen aus Holland, was GBV Weco herstellt. Ja, der war jetzt wohl ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Und das. Ja, die sind schwächer. Ich weiß jetzt nicht warum, also Aufmachung ist gleich, aber die sind schwächer. Ja, deutlich schwächer. Das ist eher so ein Cracker bis A-Böller. Also von den roten Pests, ja. Ich kann jetzt ja nicht sagen, das ist Funke. Den Fire Event D, das sollte aber ein bisschen lauter sein. 4,2 Gramm NEM, ja, das gibt es bald ja gar nicht mehr. Ne? Die aktuellen D-Böller aus Netto hatten 1 Gramm von Komet. Da denke ich mir dann auch, ja, danke für nichts. Ui. Sehr schön. Also ich glaube, die haben, denke ich mal, immer 120 Dezibel, da kann man machen, was man will. Wenn sie nicht ausgehen. Ah, die Lunte ist halt sehr anfällig dafür. Ui. Und der letzte. Und dann kommen wir jetzt zu der Knallkette als letztes Tagesartikelchen, sag ich mal. Na, die kennt ihr ja schon. Am besten holen wir gleich mal noch eine Mülltüte, dass wir da gleich irgendwie alles hinmachen können. Hast du eine da? Das ist ja ins Auto voll mit Mülltüten. So, die Knallkette jetzt. Ja, Freunde, immer wieder toll die Knallkette. Jetzt kommt ein bisschen mehr Wind. Bis gleich zur Nachttour. So, den Fire Goddess Vulkan jetzt hier. Für die Vorfreude. Gucken, ob daneben irgendwas angeht. Aha. Ja, ich wollte gerade sagen, geh doch ins Licht. Ja. Heute ein bisschen zu breit.
und los geht's. Zeitversetzte schon. Genau, Mirage oder Mirage. So, dann weiter geht's. So, Freunde, wir machen weiter mit der Strobe 16 hier für euch in der Vorfreude. Dadurch der auch ein bisschen umkippt, sichern wir die mal ein bisschen so. So, was jetzt? So, wir machen mit der Vorfreude weiter, oder super tolle 5. Weiter geht's. Super tolles 5. Schauen wir uns mal an. Bauen wir ein bisschen ein, dass die nicht umkippt. Und dann geht's los. Ich muss mal gucken, wo die Zündschnur ist. Ja, da ist die Zündschnur. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Ich sehe sie. Ja, jetzt auch. Super tolles 5. Schönes Gold, die Super Tolle 5. So, wir machen die 4 Glückraketen für die Vorfreude wie versprochen, wenn sie mal nicht so wackeln wird. Hui. Sehr schönes Gold, aber durch den Wind natürlich ja, leicht, wie sagt man, verweht, im Winde verweht. So, dann machen wir die Batterie mal drauf, dass die hier nicht umkippt. Ja, ja. So, machen wir erstmal die weiter. Wie gesagt, viel Glück vertreten. Mit diesem schönen Kohlegold. So, die schießen wir mal zum Mond. Mal Kohlegold, und das müsste dann jetzt hier das Goldquecker noch mal sein. Und dann haben wir die Raketen durch für die Vorfreude. Schöne Raketen. So, Freunde, willkommen zum Finale der Vorfreude-Tour Nummer 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß mit der Batterie.
Freunde, das war doch mal ein schöner Abend.